Favoriten ist der 10. Wiener Gemeindebezirk im Jargon der 10. Hieb. Doch dazu später. Der Name Favoriten leitet sich von der neuen Favorita, einem einstigen Jagdschloss, ab. Der nur mehr in Teilen erhaltene barocke Komplex liegt im 4. Wiener Gemeindebezirk Wieden. Ursprünglich ein Gutshof, wird das Gebäude 1614 vom Kaiserhaus als Witwensitz der Kaiserinnen Anna von Österreich, von Eleonora Gonzaga und von Eleonora Magdalena Gonzaga von Mantua Nevers erworben. 1642 nach Plänen von Giovanni Battista Carlone zum Lustschloss mit Lustgarten umgestaltet, dient das Schloss den Kaisern Leopold I., Joseph I. und Karl VI. Als bevorzugter Sommersitz. Maria Theresia als Nachfolgerin von Karl VI. Bevorzugt als Sommersitz das Schloss Schönbrunn, lässt es ausbauen und übergibt die Favorita den Jesuiten mit der Auflage, eine Erziehungsanstalt, eine Ritterakademie für die adelige Jugend einzurichten. Mehr Details dazu erfährst du in dem Video auf der Wieden, historisches Wien. Das ehemalige Jagdschloss liegt an einer wichtigen Ausfallstraße nach Ungarn, dem ursprünglichen Wimpassinger Weg, dem späteren Kaiserweg. 1830 erscheint auf dem Wienplan von Vasquez der Name Favoritenlinienstraße auf. Außerhalb des Linienwalls entsteht die Siedlung vor der Favoritenlinie. Die ehemalige Favoritenlinienstraße, die heutige Favoritenstraße, durchquert nicht nur die Wieden, sondern führt weiter durch die ehemalige Siedlung vor der Favoritenlinie. Die Siedlung vor der Favoritenlinie gehört, obwohl sie sich außerhalb der Befestigungsanlage, dem Linienwall, befindet, zu 1850 eingemeindeten Wieden, dem 4. Gemeindebezirk. 1861 wird die Wieden geteilt in den 4. Bezirk Wieden und den 5. Bezirk Margareten. Im Zuge dieser Trennung wird auch die Siedlung vor der Favoritenlinie entlang der Laxenburger Straße aufgeteilt zwischen der Wieden und Margareten. Die Geschichte der Eingemeindung der 34 Vorstädte innerhalb des Linienwalls und der Stadterweiterung von 1890, 1892 und später erzähle ich ausführlich in dem Video vom Werden einer Stadt, historisches Wien. Am 3. März 1873 stellt Johann Heinrich Steudel, ein Wirt, Grundstücksspekulant und Politiker, im Gemeinderat den Antrag, die südlich des Linienwalls entstandene Siedlung samt Teilen von Inselsdorf, Ober- und Unterlaa zu einem selbstständigen Bezirk zu erheben. 1874 kommt es tatsächlich zur Statuierung des 10. Gemeindebezirks Favoriten. Auf diese Entstehung des Bezirks durch Abtrennung von Gebieten des 4. und 5. Bezirks, die sozusagen auf einen Schlag mit einem Hieb durchgeführt wird, dürfte die umgangssprachliche Bezeichnung 10. Hieb für Favoriten zurückzuführen sein. Bis 1891 umfasst der neue Bezirk die Kastralgemeinde Favoriten und das heute zum 3. Bezirk zählende Arsenal bis zur Aspangbahn. Mit fortschreitendem Wachstum der Wohn- und Industriegebiete wird der Bezirk im Jahre 1890, 1892 bis zur Donauländebahn erweitert. In der NS-Ära werden am 15. Oktober 1938 die südlich der Bahn gelegenen Orte, die heute Teile Favoriten sind, nach Groß-Wien eingemeindet. Mit gleichem Datum wird das Arsenal mit seiner Umgebung aus dem 10. Bezirk ausgeschieden und dem 3. Bezirk zugeordnet. Die letzte große Erweiterung erlebt Favoriten 1954, als die bereits 1946 gefassten Beschlüsse über die Rückgliederung der meisten 1938 an Wien angeschlossenen niederösterreichischen Gebiete in Kraft treten. Die ehemaligen Dörfer Rotneusiedl, Oberlaa und Unterlaa aber verbleiben als Teil von Favoriten bei Wien. Die Region Favoriten ist jahrhundertelang dünn besiedelt, lediglich einige Bauernhäuser inmitten von Feldern und Weingärten bestehen. Nach Errichtung des Linienwalls 1704 gibt es nur im Zuge der Favoritenstraße
und der ehemaligen Matzleinsdorfer, heute Wiedner Hauptstraße, Ausgänge nach Süden. Die Favoritenlinie und die Matzleinsdorfer Linie. Das Video der Linienwall Historisches Wien widmet sich ausführlich dieser vorgeschobenen Verteidigungslinie Wiens. Zum Schutz. Einen Anziehungspunkt für die Wienerinnen und Wiener bildet im Vormärz das 1834 eröffnete Casino im Landgut im Bereich einer ehemaligen aufgelassenen Ziegelei. Hier spielen Lanner, Franz Morelli und Friedrich Farbach zum Tanz auf. Es ist die Zeit, in der vermehrt luxuriöse Vergnügungslokale in Grünlage außerhalb Wiens entstehen, zum Beispiel das Tivoli in Meidling, Thomayers Casino in Hitzing, das Kolosseum und das Universum in der Brigittenau. ...1844 im Zuge eines Besitzerwechsels wird das Casino im Landgut in abgespeckter Form als Gasthof zum Landgut bis 1851 weitergeführt. Nach weiteren Besitzerwechsel verkommt die Liegenschaft. Ein Gasthaus zum neuen Landgut entsteht später weiter südlich an der Ecke der Favoritenstraße zur Schleiergasse und wird in den 1920er Jahren Gastwirtschaft zum alten Landgut genannt. Dadurch gerät die Erinnerung an den tatsächlichen Standort des einst berühmten Vergnügungslokals in Vergessenheit. An das alte Landgut erinnern heute noch die Landgutgasse und das alte Landgut beim Verteilerkreis Favoriten. Beide sind relativ weit entfernt vom tatsächlichen Standort des ehemaligen Etablissements. Erwähnenswert ist in dieser Zeit auch der Rote Hof. Der Rote Hof ist ein Freihof und eines der wenigen Gebäude, die auf dem Gebiet des heutigen 10. Wiener Gemeindebezirks Favoriten vor dessen Gründung 1874 besteht. Nach ihm wird 1875 die Rotenhofgasse benannt. Der Rote Hof befindet sich an der Stelle der heutigen Buchengasse 67. 1802 erwirbt der Baumeister Alois Göll an der alten Favoritenlandstraße von der Herrschaft Ebersdorf an der Donau das im Süden an den Fortifikationsziegelofen, aus dem das alte Landgut hervorgeht, anschließt, von der Westseite des heutigen Räumernplatzes begrenzt wird und mit seiner Spitze bis an die heutigen Quellenstraße reicht. Göll errichtet 1803 im südlichen Teil, der bis zur heutigen Schröttergasse reicht, eine Ziegelgrube und einen Ziegelofen. Im Norden, im Bereich der heutigen Buchengasse 67a und 67b, ein Wohngebäude. Dass der Rote Hof aus einem kaiserlichen Jagdschlösschen hervorgegangen ist, das Kaiser Karl VI. Errichtet hat, ist in den Bereich der Legende zu verweisen. Der 10. Wiener Gemeindebezirk umfasst die ehemalige Siedlung vor der Favoritenlinie, Inzersdorf Stadt und die ehemaligen Gemeinden Rot-Neusiedl, Unterlaa und Oberlaa. Das historische Favoriten entsteht ab den 1860er Jahren als Fabriks- und Arbeiterviertel. Beispielhaft einerseits die ehemalige Ankerbrotfabrik, andererseits das Arbeiterkottage im Bereich Absberggasse, der Buchsbaumgasse, der Schrankenberggasse und der Kiesewettergasse. Das Arbeiterkottage stellt das älteste Beispiel sozialen Wohnbaus in Wien dar. Errichtet wird die Anlage in den Jahren 1884 bis 1886 nach Plänen des jüdischen Architekten Josef Unger unter der Ägide des liberalen Bürgermeisters Eduard Uhl. Die gotische Steinsäule Spinnerin am Kreuz steht an der Grenze zur Inzersdorf Stadt. Die Säule wird bereits 1296 erwähnt. Inzersdorf Stadt ist jahrhundertelang Bestandteil der selbstständigen Gemeinde Inzersdorf in Niederösterreich.
Bereits 1874, bei der Gründung des 10. Bezirks, wird ein kleiner Teil von Inzersdorf rund um die heutige Antonskirche in Wien eingemeindet. 1892, im Jahr der Eingemeindung der Wiener Vororte und der Erweiterung Favoriten nach Süden bis zur Donauländebahn, wird weiteres Gebiet von Inzersdorf abgetrennt und dem Wiener Gemeindebezirk Favoriten zugeschlagen. Der Namensteil Stadt verweist auf die Zugehörigkeit zu Wien. Inzersdorf verliert damit nicht nur rund die Hälfte seiner Einwohner und Fläche, sondern auch das von Alois Miesbach gegründete, wirtschaftlich bedeutende Ziegelimperium Wienerberger. Im Zusammenhang mit der Wienerberger Ziegelfabrik ist das Thema der Ziegelböhm, im Jargon Ziegelböhm, ein eigenes Kapitel. Während die Wienerberger Ziegelfabrik und Baugesellschaft ihren Aktionären fette Dividenden zahlt, sind, Zitat Viktor Adler, die armen Ziegelarbeiter die ärmsten Sklaven, welche die Sonne bescheint. Und Viktor Adler weiter, das Paradies der Reichen wird gemacht aus der Hölle der Armen. Zitate aktueller denn je. Durch journalistische Unterstützung von Viktor Adler, der Selbstorganisation der Ziegelarbeiter nicht nur in Wien, sondern auch in Böhmen, Mähren und Galizien, kommt es im April 1895 zu einem tagelangen erfolgreichen Streik in 30 Ziegeleien mit rund 10.000 Arbeiter. Während heute die Sozialdemokratie bzw. deren politischen Vertreter sich dem ausländischen US-Kapital verpflichtet haben, Österreichs Neutralität, seine Selbstständigkeit zum Nachteil der Arbeiter, Angestellten und des Mittelstandes aufgeben, kämpften die Sozialisten unter anderem Viktor Adler, Otto Bauer, später Jakob Reumann, Karl Seitz, Julius Tandler, Otto Glöckl und weitere zu Zeiten des Roten Wien 1919 bis 1934 für eine Verbesserung der Lebenssituation des Pöbels. Hat Franz Ohler 1950 den Putschversuch der Kommunisten mit seinen Bau- und Holzarbeitern niedergeschlagen, haben Scherf von Kreisky 1955 für die Freiheit Österreichs und seine immerwährende Neutralität gekämpft. Wie oft könnte, müsste man nicht nur den sozialistischen, heutigen Politikdarstellern Kreiskys Ratschlag geben? Lernen Sie ein bisschen Geschichte. Dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das in Österreich sich damals im Parlament entwickelt. Oberla bildet ursprünglich eine Einheit mit Unterla unter dem Namen La. La wird erstmals 1140 in Aufzeichnungen im Stiftkloster Neuburg erwähnt. Unterla wird als Ort erstmals 1271, Oberla als solches 1324 erwähnt. Beide Orte werden während der Türkeneinfälle 1529 und 1683 und durch die Franzosen im Mai 1809 verwüstet und leiden wiederholt durch Pest und Cholera. Nach dem Revolutionsjahr 1848 werden Oberla und Unterla 1849 autonome Ortsgemeinden in Niederösterreich. Über das spannende Jahr 1848 mit seinen Niederlagen und großen Erfolgen berichte ich im Video das Revolutionsjahr 1848 in Wien. Rot-Neusiedl wird erstmals als Neusiedl 13.1 erwähnt. 1872 wird die Donauländebahn eröffnet und quert die Felder von Rot-Neusiedl, Ober- und Unterla in deren Ortsgebieten in West-Ost-Richtung. Bereits 1873 werden, wie bereits eingangs erwähnt, Teile von Ober- und Unterla an den neu konstituierten 10. Gemeindebezirk Favoriten angeschlossen. Nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich wird Wien mit Gesetz vom 1. Oktober 1938 wirksam geworden, am 15. Oktober 1938 zu Groß-Wien vergrößert. Dies hat die Eingemeindung von Oberla, Unterla und auch Rot-Neusiedl nach Wien zur Folge. Dadurch kommen nun auch die Ortszentren von Oberla, Unterla und Rot-Neusiedl und ihre restlichen Gebiete südlich der Bahn zu Wien.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs werden diese Eingemeindungen im Jahre 1954 bestätigt, als die meisten im Jahre 1938 an Wien angeschlossenen Gebiete zu Niederösterreich zurückkehren. Oberla, Unterla und Rotneusiedeln bleiben Teil des 10. Wiener Bezirksfavoriten. Die Kirche St. Johann zu Unterla, Johanneskirche, wird als eine der ältesten Kirchen des heutigen Wien betrachtet. Die hochmittelalterlichen Bauteile reichen mindestens in das erste Drittel des 11. Jahrhunderts zurück. Der erste Sakralbau, der sich an dieser Stelle befindet, ist höchstwahrscheinlich ein Tempel aus der römischen Besiedlungszeit. Darüber errichten wahrscheinlich Mönche unter Verwendung von Steinen der Römersiedlung die erste Kirche. Ein weiteres Highlight in Favoriten im Bereich von Oberla ist der Böhmische Prater. Der Vergnügungspark entsteht in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Eines der beliebtesten Ausflugsziele ist seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts der Laaer Wald. Franz Bauer, ein Kantinenwirt des Ziegelwerks Laaer Wald, führt hier eine kleine Gastwirtschaft, die sich bald zu einem beliebten Zielpunkt für die Sonntagsausflüge der sogenannten Ziegelböhm, der hauptsächlich aus Böhmen und Mähren stammenden Arbeiter der Wienerberger Ziegelwerke, entwickelt. 1882 sucht Franz Bauer um die Erlaubnis an, neben seinem Gasthaus erlaubte Spiele veranstalten zu dürfen und stellt eine Schaukel und ein Ringelspiel auf. Nur wenige Wochen später eröffnet Anton Svoboda, ein Wirt aus dem Wiener Prater, ein weiteres Ausflugsgasthaus am Laaer Berg. Bald darauf explodieren die Ansuchen für die Errichtung von weiteren Wirtshäusern, Kegelbahnen, Kettenkarussellen, Ringelspielen, Wurfbuden und Tanzsälen. Während des Zweiten Weltkriegs am 11. Dezember 1944 wird der Böhmische Prater durch einen Bombenangriff nahezu vollständig zerstört. Nach dem Wiederaufbau in den Nachkriegsjahren erhält der Böhmische Prater sein heutiges Aussehen. Durch den Ankauf des gesamten Areals durch die Stadt Wien im Jahre 1986 ist der Weiterbestand des Böhmischen Praters sichergestellt.